also für Deutschland gegen Österreich und Österreichs Hoffnungen liegen jetzt erstmal nur noch auf ihm. Auf Werner Schlager, den Weltmeister von 2003, gegen Timo Boll, den noch ungeschlagenen deutschen Weltranglisten-Zweiten, der, das muss man ganz klar sagen, als Favorit in diese Partie geht, auch deshalb, weil Werner Schlager bei dieser WM doch relativ wechselhaft bisher gespielt hat. Zum Beispiel gegen den Tschechen Korbel chancenlos war, natürlich ein guter Mann, aber Timo Boll hat auch den klar in Schach gehalten. Von daher die Favoritenposition schon recht klar für Boll. Deutschland-Österreich auch bei den Damen im Achtelfinale. Die Auftaktpartie geht in den alles entscheidenden fünften Satz, denn Christine Silbereisen hat den vierten gegen Europameisterin Liu Jia knapp mit 9:11 verloren. Ja, für Christian Süß, Sie haben das Spiel gerade gesehen, gab es natürlich extra Lob und extra Komplimente nach dieser Partie. Zum Beispiel von Herren-Bundestrainer Richard Krause, der sagte, Zitat, das war schon eine bemerkenswerte Leistung. Immerhin hatte Christian kürzlich im Europaligaspiel in Granada noch gegen Robert Gardosch verloren. Heute hat er ihn förmlich abgeschossen mit 3:0. Werner Schlager öffnet die Partie gegen Timo Boll. Nicht so guter Start in den ersten Durchgang für Boll. Das vor 6.000 Zuschauern im AWD-Dom in Bremen. Das werden in den nächsten Tagen noch mehr werden. Ich bin mir sicher, falls die deutschen Männer am Samstag im Viertelfinale stehen sollten, dass es wirklich bis auf den letzten Platz voll sein wird. 8.000 Zuschauer werden dann in Bremen Boll und Co. nach vorne peitschen. Und da ist er auch schon drin in diesem ersten Satz. Timo Boll nach 3 Punktgewinnen in Folge. Mit ihm hat ja auch das Zuschauerinteresse für Tischtennis in Deutschland vor allen Dingen wieder ganz, ganz neue und gute und positive Dimensionen erreicht. Nicht nur bei dieser WM. Ob es Turniere sind wie die Europa Top 12 Turniere der vergangenen Jahre, ob es seine Champions League Auftritte im Trikot des hessischen Champions League Siegers Gönnern sind, überall wo Boll spielt. Da ist die Halle sehr gut besetzt, oft sogar bis auf den letzten Platz. Werner Schlager, seine große Stunde, das war 2003 bei der WM in Paris. Weltmeister, der erste Österreicher nach über 60 Jahren. Volkan Topspin von Schlager, der als ja, the brain, der Kopf, das Gehirn im Welttischtennis gilt. Einer, der sich enorm viel Gedanken über Taktik, Technik, Spielbedingungen macht. Schlager übrigens nicht verletzt, diese
Bandage, die trägt er schon seit vielen, vielen Jahren aus prophylaktischen Gründen. Schlägt sich ja vor allen Dingen mit C-Problemen herum. Der Österreicher musste deshalb auch schon unter das Messer. Timo Boll hat nach einem 1:3 das Blatt gewendet in diesem ersten Durchgang. Führt jetzt mit 8:5 der Deutsche. Scheint richtig ins Rollen wieder zu kommen. Vielleicht war das in den ersten Ballwechseln auch die Umstellung. Erst gegen den Abwehrer, gegen Chen Wai-Xing, jetzt gegen Angreifer Schlager. Aber jetzt hat er ihn im Griff. Von 5:5 auf 10:5. Gute Serie für den Hessen. Und 11:6, Satz Nummer 1 für Timo Boll. Hatte so ein kleines bisschen Startschwierigkeiten, aber dann hat er ganz, ganz schnell die Kurve bekommen. Der Weltranglisten Zweite und am Ende diesen Durchgang doch auch wieder ziemlich locker gewonnen. Na, Werner Schlager muss sich doch noch einen ganzen Tick steigern. Will er Boll gefährden? Will er Boll auch nur an den Rand einer ersten Turnierniederlage in Bremen bringen? Mehr als einen Satzverlust hat der Deutsche noch keinem Spieler zugestanden bei diesem Turnier. Ferenc Kaschai ist nicht nur Trainer, ist auch Freund von Werner Schlager in all den Jahren geworden und hat sicher einen großen, großen Anteil an den Erfolgen des Österreichs. Der vierte Tag bei der Tischtennis-WM in Bremen und vielleicht wird es wirklich der Tag der Deutschen an diesem deutsch-österreichischen Tag. Die Männer, sie führen mit 2:1 gegen die Österreicher. Timo Boll hat den ersten Satz gegen Werner Schlager, den Weltmeister von 2003, bereits für sich entscheiden können. Und im Achtelfinale der Damen zwischen Deutschland und Österreich hat Christine Silbereisen tatsächlich im Auftakteinzel das erhoffte Break geschafft. 5-Satz-Sieg mit 11:9 im Entscheidungssatz gegen Europameisterin Liuja. Nicole Struse ist als Nächste an der Reihe, ebenfalls gegen eine gebürtige Chinesin, gegen Li Xianbing. Vielleicht nutzen auch die Damen die Steilvorlage einer richtig guten Auslosung. Sie sind nicht in der chinesischen Hälfte gelandet. Wenn sie Österreich schlagen, käme im Viertelfinale Hongkong. Und das ist nicht unmöglich, gegen diese Asiatinnen zu gewinnen, auch wenn sie sicherlich als leichter Favorit ins Spiel gehen würden. Timo Boll erlaubt sich im zweiten Durchgang keinen schwachen Start. Im Gegenteil, hoch die Fehlerquote bei Werner Schlager, der sich unter dem Druck sieht, selber was tun zu müssen. Aber da noch nicht das richtige Rezept gefunden hat. Vom Netz begünstigt. Dieser Punktgewinn von Timo Boll. Aber das macht den Braten auch nicht fett in diesem Satz, in dem Boll schon mit 7:2 führt jetzt. Klasse Rückhand von Werner Schlager.
ein Lebenszeichen. Nummer 14 in der Welt. Nummer 1 in der Welt war er einmal für ganz, ganz kurze Zeit nach seinem WM-Triumph im Mai 2003. Und natürlich hoffen sie beim Deutschen Tischtennisbund auch, dass die Kulisse die deutschen Teams beflügelt. Gerade da gab es wirklich stehende Ovationen für Christine Silbereisen nach ihrem Sieg gegen Europameisterin Liu Jia. Es weht der besondere Wind einer Heim-WM. Und das weckt automatisch Erinnerungen an die Tabel, die Führung für Timo Boll. Nach 7-2, aber jetzt nur noch 8-6. Ja, hat ein bisschen die Zügel schleifen lassen jetzt der Weltranglistenzweite. Schlager wittert in diesem zweiten Durchgang nochmal seine Chance. Erst recht nach diesem Punkt gewinnen. Aggressiv jetzt der Österreicher. Rückschlagfehler. Da wollte Schlager den Aufschlag vom Boll direkt anziehen. War auch eigentlich lang genug. Hat aber etwas mehr Unterschnitt in den Ball vermutet, als dann tatsächlich drin war. Zum Glück für Boll, der sich zwei Satzbälle nun verschafft. Zweimal die Möglichkeit, mit 2-0 nach Sätzen in Führung zu gehen. Das wäre schon mehr als die halbe Miete. Gegen Werner Schlager und auch gegen Österreich als Team. Dann wäre Deutschland auf einem Weg zum 3-1. Einen Satzball hat er noch. Und sie kommen wieder, die 6000 im AWD-Dome. Sie wollen ihn siegen sehen und das möglichst klar. Das ist ein knapper Satzgewinn für Timo Boll, 11-9 nach 7-2 Führung. Da hat er so eine kleine, schwächere Phase gehabt. Entscheidend ist, dass es am Ende dann doch wieder gereicht hat, dass er in der Lage ist, immer wieder einen Gang hochzuschalten, wenn es denn nötig ist. Das ist der Timo Boll der vergangenen Wochen und Monate. Der Timo Boll, der in der Bundesliga so gut wie kein Spiel verloren hat. Der Timo Boll, der den Weltcup gewonnen hat, gegen alle drei Top-Chinesen in Folge siegte, der das Protofinale auf chinesischem Boden für sich entschied, wenig später das europäische Ranglistenturnier Top 12 gewann in einer Manier, die sowas von beeindruckend war. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Der Rest des Feldes chancenlos ging. In einer anderen Liga würde er spielen. So hat es Cheftrainer Dirk Schimmelpfennig formuliert in diesen Tagen. In der Liga, in der nur Leute wie Wang Lichin, Wang Ha und Ma Lin spielen. Die drei besten Chinesen. Ab und zu auch noch Wladimir Samsonow, der Europameister aus Weißrussland.
Na, da ärgert er sich, dass er diesen Vorhand-Gegenzieher nicht auf den Tisch bringen kann, Werner Schlager. Und ein so überragender Spitzenspieler wie Timo Boll, der gibt natürlich auch dem Rest der Mannschaft Selbstvertrauen, Kraft. Es ist gut, wenn du ins Spiel gehst und weißt, unter normalen Umständen gewinnt Timo Boll beide Partien, dann brauchst du nur noch eine weitere zu gewinnen. Sicher kann man sich darauf nicht immer und für alle Ewigkeiten verlassen, aber bei diesem Turnier zumindest stimmt das einfach hundertprozentig. Und vakant bzw. fraglich oder auch wackelig ist eigentlich nur die Position des dritten Spielers im deutschen Team. Jörg Roskopf mit zwei sehr schwachen Partien gegen Norwegen und Tschechien. Zoltán Fiakonat mit einer, ja, annehmbaren Partie gegen Polen. Ein 3:1 gegen den jungen Daniel Gorak. Dann heute mit einer 0:3 Niederlage gegen Werner Schlager, gegen ihn. Dann ist da noch in Lauerstellung Bastian Steger, der Düsseldorfer, der noch überhaupt nicht zum Einsatz gekommen ist bei dieser WM. Neben Timo Boll für mich Christian Süß auf jeden Fall weitergesetzt. Egal wie der Gegner im Viertelfinale, so die Deutschen es denn erreichen, auch heißen mag. Und jetzt wird nochmal richtig gezaubert in Bremen. Mit dem besseren Ende für Werner Schlager, dieser fantastische Ballwechsel. Da hauen sie sich die Topspins um die Ohren, dass das eine wahre Wonne ist. Apropos wahre Wonne, Nicole Struse gewinnt den ersten Satz gegen Li Xianbing. Achtelfinale. Damen, Deutschland gegen Österreich. Die Gastgeberinnen führen durch den Sieg von Christine Silbereisen gegen Europameisterin Liu Jia mit 1:0. Und Timo Boll, der führt nicht 1:0, der führt 2:0 und 7:2. Und jetzt droht Werner Schlager am Matchende tatsächlich noch ein wenig vorgeführt zu werden. Kaum sag ich's, tritt Timo Boll den nächsten Beweis an. In dieser Form ist er einfach für alles in der Tischtenniswelt, was, sag ich mal, jenseits von Platz 5 in der Weltrangliste platziert ist, nicht zu besiegen, Timo Boll. Das Gute ist auch, dass Boll nach solchen Siegen und solchen Serien nicht übermütig wird und denkt, mich kann ja sowieso keiner mehr schlagen, und dann lässig, zulässig in die nächsten Aufgaben hineingeht. Das ist nicht seine Mentalität. Da hört man eher schon mal Understatement, dass der Gegner vielleicht sogar stärker beschrieben wird, als er eigentlich ist. 7 Matchbälle für Timo Boll, bereits den ersten kann er nutzen. Nicht jeden Tag verliert Werner Schlager einen Satz mit 3:11. Gegen Timo Boll ist das im AWD-Dom von Bremen passiert. Überzeugender 3:1 Erfolg der deutschen Männer gegen Österreich, damit lässt der Gruppensieg und das Viertelfinale perfekt. Das heißt auch, ein Boll kann sicher morgen geschont werden im letzten Gruppenspiel gegen Serbien-Montenegro, das nicht mehr von Bedeutung sein wird und muss erst am Samstag wieder ran. Das gibt Boll ein bisschen Ruhe, neue Kraft zu tanken, und vielleicht schaffen es die Damen auch gegen Österreich. 1:0 führen sie im Achtelfinale. Das wäre natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, falls es den doppelten Sieg gegen Österreich heute geben sollte. Das war's für heute von der Tischtennis-WM. Morgen sind wir ab 14 Uhr live dabei, wenn es um die ersten Medaillen geht. Viertelfinale bei den Damen, vielleicht ja mit deutscher Beteiligung.
auf jeden Fall wieder mit mir. Ich bin René Adler.